Hallo, mein Name ist Michael Kreider von der Stella Consulting GmbH. Ich bin einer der beiden Gründer und wir sind im Bereich der Vertriebsberatung für Startups tätig und betreiben dazu noch ein digitales Vertriebstool. Ja, dann übernehme ich mal an der Stelle auch von mir einer Seite erstmal nochmal Hallo. Mein Name ist Nicola Schran. Ich habe mit Michael zusammen die Unternehmensberatung Sellup hier eben gegründet. Neben dem klassischen Beratungssegment, also dem Vertriebsconsulting, haben wir noch den iCall. Das ist ein digitales Vertriebstool, was Kaltakquise ein bisschen interaktiver gestaltet, gebaut. Und das sind so die beiden Säulen, auf denen wir beiden hier das Unternehmen Sellup aufbauen. Ja, hallo Michael, hallo Nico. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr habt es gerade im Vorspann schon gesagt, ihr gründet euer Unternehmen auf zwei Säulen. Einmal Thema Beratung und was mich natürlich ganz besonders interessiert als ehemaligen Vertriebler, das Produkt iCall, die Software iCall. Ihr habt gerade gesagt, das gestaltet einfach die Kaltakquise, ein ungeliebtes Thema im Vertrieb häufig, etwas interaktiver. Was ist das genau? Ja, können wir gerne was zu sagen. Also du hast es eben schon richtig aufgegriffen, Kaltakquise ist im Vertrieb so das Thema, wo selbst die meisten Vertriebler sehr, sehr wenig Lust drauf haben, weil es mit unheimlich viel Ablehnung verbunden ist. Und gerade am Telefon ist das auch eine Erfolgsquote hat, die einfach nicht sonderlich hoch ist. Und da haben wir über die letzten Jahre, die wir Vertrieb gemacht haben, gerade im Bereich der Dienstleistungen, B2B, festgestellt, dass man irgendwie einen Weg haben muss, mit dem man aus der Masse rausstechen kann. Das heißt in der Regel eigentlich darüber, dass man persönlichen Kontakt aufbaut. Sehr, sehr viele Leute gehen dann halt eben über Termine vor Ort, das ist aber unheimlich zeitfressend und für uns war irgendwann klar, da muss es einen Weg dazwischen geben und dann haben wir relativ schnell angefangen, selber einfach mal ein bisschen rumzutüfteln. Und haben eine damals Beta-Version vor anderthalb Jahren ungefähr vom iCall auf die Füße gestellt. Das Ganze ist videogestützt. Man denkt vielleicht im ersten Moment an Skype, hat aber den Vorteil, dass es halt nicht mit einer Installation verbunden ist, weder beim Kunden noch beim Vertriebsmitarbeiter und so eben keine zusätzlichen Hürden aufbaut. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr direkten Einstieg ins Gespräch, kann also wirklich direkt eine persönliche Ebene aufbauen, weil der Kunde sieht mich, ich den Kunden erstmal nicht, aber das ist nicht wichtig. Und habe aber nicht diesen zeitlichen Faktor. Das heißt, ich muss nicht erstmal mehrere hundert Kilometer fahren, um diesen Effekt zu erreichen. Okay, das klingt wirklich spannend. Ja, ihr beide habt eine Vertriebshistorie. Das ist nicht euer erstes Startup oder ich glaube, es ist euer erstes eigenes Startup, aber ihr habt viel Startup-Erfahrung. Du hast gerade das Stichwort B2B-Vertrieb genannt. Finde ich gerade hier im Ruhrgebiet super spannend. Ich glaube, dass das die Zukunft ist im Ruhrgebiet und was Startups angeht, dass wir uns da sehr stark auf B2B fokussieren sollten. Was ist euer Erfahrungshorizont? Also was befähigt euch dazu, genau dieses Tool zu bauen und woher kommt die Erfahrung, von der du gerade geredet hast? Ja, was uns dazu befähigt, das ist eigentlich eine gute Frage. Also wir beiden glauben halt, dass der Vertrieb heutzutage deutlich interaktiver gestaltet werden muss. Und das hatte ich in unserer ersten gemeinsamen Station. Also wir kennen es aus dem Studium, wir haben uns da schon kennengelernt, so beide ein bisschen was anderes studiert, aber trotzdem da immer mal wieder getroffen, haben da ganz schnell festgestellt, dass ja eigentlich unser klassischer Studiengang, bei mir war es jetzt BWL, bei Micha war es im Bereich der Kommunikationswissenschaften, kann man das so sagen, ja, ne? PR, ja. Dass eigentlich alles am Ende des Tages immer um Verkaufen geht. Man muss sich selber verkaufen, man muss zusehen, dass man selber innerhalb von Praktikern eben hervorstechen kann. Und bei mir war es eine Werkstudententätigkeit, wo ich dann damals bei der Employer GmbH, mittlerweile vom Bertelsmann-Konzern gekauft worden vor anderthalb Jahren, so meinen ja, persönlichen Vertriebseinstieg gefunden habe. Damals halt eben, man kann sagen, doch sehr kleines Team. Wir waren damals, glaube ich, gute 10 Mann. Berichte ich mich, wenn es besser ist. Ich glaube, es waren gute 10 Mann, wo wir halt eben damals den Vertrieb mit aufgebaut haben. Es ging damals um den Vertrieb, um das Verkaufen von der Jobplattform. Damals mein Praktikum.de, Ausbildung.de, was dann irgendwann das größte Ausbildungsportal Deutschlands wurde, wo der Vertrieb nicht ganz unschuldig dran war. Klar, da spielen immer viele Faktoren mit. Auf der einen Seite kommt es da aufs Verkaufen an, also wie viele Unternehmen unterstützen dich am Ende des Tages bei dieser Idee und natürlich auch, wie sehr rückst du in den Fokus der jeweiligen Zielgruppe, also der Schüler, der Azubis, die wir dann halt eben angesprochen haben. Ein sehr erfolgreiches Projekt, wo wir aber auch dann, ja, eigentlich zu Zeiten des Exit an Bertelsmann festgestellt haben, dass unsere Reise da persönlich zu Ende ist. Weil wir halt eben immer an diesen Spirit, dieses junge Unternehmen geglaubt haben und dann einfach gesagt haben, das ist vielleicht auch ein bisschen Ballast, wenn wir da jetzt noch weiter drin hängen. Wir haben immer, wie gesagt, die Idee gehabt, ein Unternehmen wie Sellup heute selber aufzubauen und haben dann gesagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Man muss sowas dann eben auch mal riskieren.
Wobei das bei uns eigentlich nie damit verbunden war, dass wir groß gesagt haben, das ist ein Risiko, das wir eingehen, sondern wir haben eigentlich immer nur die Chance gesehen, aus der man das heraus entwickeln kann. So, und dann haben wir uns vor ja, jetzt gut 1,5 Jahren halt eben so die ersten rudimentären Gedanken gemacht, wie kann man das aufbauen, wie sollte es aussehen, welche Säulen soll das Unternehmen eigentlich am Ende des Tages haben. Das hat sich eigentlich dann so ergeben, dass wir auf 2 Säulen gelandet sind. Das ist einmal eben iCall, da haben wir jetzt gerade schon mal ganz rudimentär darüber gesprochen. Und die andere ist eben das Vertriebsconsulting. Das heißt, eben jungen Unternehmen die Möglichkeit geben, Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen, halt eben zu sehen, wie kann ich eigentlich richtig verkaufen, wie bekomme ich mein persönliches Produkt an den Mann. Und da gebe ich dir, Dennis, vollkommen recht. Das ist der B2B-Bereich im Ruhrgebiet, das ist wahrscheinlich eine der Säulen, die, wenn nicht sogar die wichtigste ist, wo die Startups sich hier eigentlich in der Region auch ansiedeln. Ich weiß nicht, vielleicht übernimmst du an der Stelle mal und erzählst noch ein bisschen was dazu. Also wir haben halt festgestellt über die Jahre, wir hatten auch immer mal wieder bei Employure Startup-Unternehmen da, die einfach mal reingeschnuppert haben, die auch über unsere beiden ehemaligen Chefs, die Gründer von Employure, da einfach über Kontakte halt ein bisschen mal schauen wollten, wie habt ihr das denn so erfolgreich auf die Füße gestellt? Da kam natürlich dann irgendwann auch mal die Frage nach dem Vertrieb. Da durften wir damals noch nicht so viel zu sagen, weil man natürlich jetzt nicht möchte, dass das irgendwie 1:1, weil es ja viele Startups gab, die auch so in eine ähnliche Richtung gingen, Personalbereich, dass das so 1:1 übernommen wird. Aber wir haben damals eigentlich schon, weil man ja im Vertrieb doch auch durchaus mal lange Autobahnfahrten zu zweit miteinander durchlebt. Genau, richtig. Ein Riesendreieck. Ich glaube, 1.500 Kilometer war unser erster größerer Vertriebsaußendiensteinsatz. Und da haben wir einfach halt schon mal ein bisschen drüber ausgetauscht. Hey, wenn man denn solchen Startups helfen würde, wo würde man denn ansetzen? Man weiß ja selber, wie man eingestiegen ist. Man weiß selber, wo auch Stolpersteine lagen. Und dann kommt man relativ schnell an den Punkt, das einfach mal so ein bisschen niederzuschreiben, mal zu gucken, wie kann man das ein bisschen institutionalisieren. Und das haben wir gemacht und haben festgestellt, dass es gerade für diese Gruppe auch eigentlich noch nichts gibt. Es gibt unheimlich viele Leute, die im Netz auch zu finden sind, die für den Vertrieb irgendwas machen, auch ein paar Koryphäen, die für ein Wochenende dann fünfstellige Beträge nehmen. Das ist alles was man natürlich machen kann. Sicherlich vieles davon auch qualitativ sehr, sehr hochwertig, aber das Problem ist, dass das für ein Startup in der Situation, in der es sich in der Regel am Anfang befindet, relativ viel Zeit, noch nicht so viel Know-how an manchen Stellen und nicht so viel Kapital, ist das nicht unbedingt zielführend. Und da haben wir einfach angesetzt und haben gesagt, da muss es einen Weg dazwischen geben, wie man diesen Unternehmen helfen kann, erstmal auf die Füße zu kommen, also jemanden an die Seite zu stellen, der bedingungslos erstmal diesen Weg Richtung Kaltakquise durchexerziert und vor allem auch Strukturen aufbaut, die es halt zulassen, dass man sich dann irgendwann als beratendes Unternehmen wieder rauszieht und weiß, das läuft von alleine weiter. Okay. Aber an genau dem Punkt seid ihr ja gerade selber auch. Also Richtig. ihr baut gerade euer Ja. Unternehmen auf. Von Ja. daher, ihr habt es bei Employer einmal gemacht, mitgemacht. Ich weiß nicht, wie maßgeblich oder wie unmaßgeblich letztendlich, aber heute ist es definitiv so. Es ist euer Baby und ihr fangt jetzt an, hier Vertrieb aufzubauen. Die Räumlichkeiten sind schon mal echt cool. Seitdem wir uns das Danke. letzte Mal gesehen haben, seid ihr um 5 Mitarbeiter gewachsen. Von daher, es scheint ja anzulaufen und auch gut anzulaufen. Wie packt ihr das Thema Vertriebsaufbau für euch selber an? Wir haben den Vorteil, dass wir jemanden gefunden haben, der so ein bisschen unsere Vertriebsarbeit schon kennt. Das ist vielleicht was jetzt das vielleicht bei uns im Einstieg etwas einfacher gestaltet, als das vielleicht beim klassischen Startup der Fall ist. Wir glauben daran, dass man Vertrieb sehr persönlich gestalten muss. Deswegen auch iCall als Tool, was halt eben diesen persönlichen Weg ein bisschen vereinfacht. Am Ende des Tages glauben wir daneben aber auch noch, dass nicht nur dieser persönliche Weg, wie man Kunden anspricht, wichtig ist, sondern dass der Vertriebsmitarbeiter unglaublich individuell sein muss. Weil es gibt x-beliebig viele Arten von Kunden. Man könnte jetzt über so ein Farbenschema hergehen und könnte die dann irgendwie clustern. Man könnte es aber eigentlich auch sein lassen, so wie wir das machen. Und wir glauben halt, dass es wichtig ist, dass jeder Kunde die persönliche Ansprache bekommt, die er dann irgendwo auch verdient. Nun ist das so die Ausgangssituation gewesen. Wir haben dann halt gesagt, wir selber sind natürlich auch unglaublich gerne Vertriebler, das durch und durch mit Herzblut, weil für uns verkaufen nicht immer dieser Vergleich mit einem Vodafone-Verkäufer oder Telekom-Verkäufer oder Sky-Verkäufer, wo ich schon wirklich abstruse Geschichten gehört habe. Das ist nicht verkaufen, wie wir uns das vorstellen, sondern jedes Unternehmen, egal sei es jetzt Siemens, sei es ein Porsche, sei es aber auch irgendein Brückenzulieferer aus China, die müssen alle verkaufen. So müssen es auch Startups. Und jeder macht das auf seine individuelle Art und Weise. Und so tun wir das auch. Ja, und so haben wir den Markus Liedtke, also unseren Vertriebsleiter, eigentlich gefunden, der ziemlich genau versteht, wie unser Vertrieb auszusehen hat. Das heißt,
Wir beiden haben natürlich schon eine gewisse Vorstellung, wie sowas zu laufen hat, die jetzt aber nicht in Stein gemeißelt ist. Und unsere Traumvorstellung ist halt eben, dass wir so ein Vertriebskonzept gemeinsam erarbeiten, sodass man dann möglichst individuell auf jeden Kunden eingehen kann. Das beginnt damit, dass man sich das Produkt so aufbaut, dass es halt eben jedem Kunden bestmöglich irgendwo passt. Und dass man dann aber auch dieses bestmögliche Produkt, das man dann geschaffen hat, dem Kunden auch so verkauft, dass er davon einen Mehrwert erzielen kann. Das heißt, dass es nicht nur toll aussieht, dass es nicht nur hochglanzpoliert ist, sondern dass er dadurch irgendwo eine Arbeitserleichterung also auch eben vorfinden kann oder halt eben irgendwo einen Mehrwert schaffen kann. Insofern das gegeben ist, glauben wir, dass wir einen Vertrieb gebaut haben, der auf unserer Seite immer erfolgreich sein wird, weil wir den Kundennutzen erfüllen und weil wir den Kundennutzen eben nicht nur über eben ein ganz tolles Design erfüllen, sondern dass wir dann auch eben individuell abstimmen, inwiefern man Produkte anpassen muss. Das ist für uns zurzeit eben noch ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns unglaublich darauf freuen, wenn wir eben aus unserer Kunden per Kartei Feedback bekommen, das dann eben heißt, hier bei iCall, da würde ich mir aber wünschen, dass das Logo jetzt nicht oben links zentriert ist, sondern dass man die Möglichkeit hat, es auch eben oben rechts einzufügen. Das sind so Kleinigkeiten, die nutzen wir natürlich auch. Und so ist das so eine Harmonie aus, man kann sagen, Marketing, Produkt und Vertrieb, die dann wiederum eine ganz, ganz tolle Einheit ergibt. Insofern das der Fall ist, und das ist hier, glaube ich, bei uns im Moment noch, oder sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg dahin, dass das alles sehr, sehr gut ineinander greift. Das sind wie so Zahnräder, so also stellen wir uns das bestmöglich vor. Wenn das der Fall ist, dann hat man einen Vertrieb geschaffen, der nachhaltig ist. Ja, jetzt hatten wir gerade das Thema Vertriebler und ich selber habe die Erfahrung gemacht, es ist schwer, Vertriebler zu finden, wenn man nicht irgendwie eine vernünftige finanzielle Komponente anbietet. Wir hatten aber gerade das Thema, Startups haben da einfach genau an der Stelle häufig eine Lücke, nämlich die finanzielle Lücke. Wie löst ihr das, dass ihr jetzt einen Vertriebler eingestellt habt, von dem ihr ja auch Leistung erwarten müsst? Der muss Erfolg bringen, sonst da hängt im Grunde das ganze Unternehmen dran, aber ihr könnt ihn halt noch nicht bezahlen wie einen Top-Vertriebler in einer Branche, der auch gerne mal 80.000 Euro im Jahr verdient. Wie geht ihr da dran? Das ist was, da muss man eigentlich einen Schritt weiter vorne anfangen. Wie ist es in den meisten Unternehmen oder in den meisten Vertriebseinheiten aufgebaut? Du hast es gerade schon gesagt, bei größeren Unternehmen, gerade bei Konzernen, da wird das ganz gerne mal so rumgemacht, dass ich als Vertriebler locker 80, vielleicht auch 90.000 Euro verdienen kann, habe dazu noch einen Firmenwagen und vielleicht ein Handy. Das Problem ist, das fußt darauf, dass ich eine relativ geringe Fixkomponente habe. Zum Teil auch wirklich sehr nah am Mindestlohn dran. Und dann ist es natürlich so, wenn ich dann mal einen mittelmäßigen oder einen schlechten Monat habe, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass jetzt jemand, der vielleicht kein Top-Vertriebler ist, in so eine Abwärtsspirale kommt, weil dann ist ein Monat nicht so gut, dann steht im nächsten Monat der Chef neben mir am Schreibtisch und sagt, so, was ist denn da los? Das zieht mich dann vielleicht noch ein bisschen runter und dann hat sich das erledigt bei manchen Leuten. Und das nimmt einfach vielen Vertriebsmitarbeitern, die an sich gut sind, die auch Gutes leisten können, so ein bisschen den Nährboden weg. Macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn. Deshalb ist es bei uns so, das haben wir auch damals bei Employer schon so gemacht, es gibt ein Fixum, von dem kann man gut leben. Das reicht jetzt nicht, um in die Karibik zu fahren zweimal im Jahr. Aber das muss es auch gar nicht, weil darüber hinaus gibt es trotzdem immer noch eine Vergütung über eine Provision. Die ist bei uns zweigeteilt, es gibt einen Teamtopf, es gibt eine Einzelprovision und damit funktioniert das einfach unheimlich gut. Also dann braucht man natürlich klar trotzdem noch so ein bisschen den Aufhänger am Anfang. Wenn man jetzt noch keine 4.000 Euro jemand mit dem Fixum irgendwie zahlen kann, dass man den ein bisschen auch über Entwicklungsmöglichkeiten lockt. Also wir haben zum Beispiel auch sehr viele Quereinsteiger mit bei uns im Team gehabt, auch jetzt, die nicht unbedingt aus dem Bereich kommen, in dem sie jetzt arbeiten, was aber nicht schlimm ist, wenn die Grundvoraussetzungen mitbringen. Also beim Vertriebler, dass der selber brennt dafür, also sich selber unheimlich gut begeistern kann und das auch transportieren kann, dann kann der Techniken, kann der lernen. Und diese Grundfähigkeit, das kann ein Kind schon haben. Das ist so, ja. Wir verkaufen ja eh alle ständig, ne? Von daher muss man Richtig. nur rauskitzeln. Jetzt habt ihr einen Vertriebsmitarbeiter. Ich habe selber auch aus der Praxis die Erfahrung gemacht, wenn so ein Team wächst, kommt es zu Konflikten. Ihr habt eine Komponente, die ich da positiv finde, weil ihr das Team bewertet. Aber nichtsdestotrotz ist es so, irgendwann sitzt bei Markus im Büro der zweite Vertriebler. Auch wenn er sich dann Vertriebsleiter nennt, wird der Kuchen ja irgendwie nicht größer, aber man macht so einen Schnitt durch und plötzlich ist nur noch die Hälfte da. Wie löst ihr das? Naja gut, was heißt, er wird nicht größer? Am Ende des Tages, das ist ja der Sinn der Sache, warum man das Team dann aufbaut, sollte es ja schon so sein, dass die beiden dann zusammen auch mehr erwirtschaften. Das heißt, klar, man kriegt nur noch den halben Kuchen, aber wenn der doppelt so groß ist, passt es dann auch für alle wieder. Nee, aber es ist ganz richtig, was du sagst. Man muss irgendwo gucken, dass man das Team homogen aufbaut, insofern, als dass die alle an einem Strang ziehen. Das müssen unterschiedliche Charakterköpfe sein, das hast du ja, Nico, schon sehr, sehr gut erklärt vorhin. Aber trotzdem brauchst du ein Team, was auch wirklich eins ist. Was nichts bringt, das ist leider aber trotzdem oftmals im Vertrieb so, ist so eine Truppe aus Einzelkämpfern.
weil die werden sich an irgendeinem Punkt in die Quere kommen, vielleicht auch sich gegenseitig in den Rücken fallen und das merkt irgendwann halt auch der Kunde und das ist dann der GAU, das darf überhaupt nicht passieren. Deshalb haben wir es eben, das habe ich vorhin kurz angerissen, auf zwei Säulen gestellt. Also ich habe eine Einzelprovision, ja, weil klar, wenn ich jetzt, wir beide zusammen machen 500.000 Euro Umsatz, wenn ich davon 1 Euro mache und du 499.999, dann solltest du schon mehr davon haben. Aber auf der anderen Seite ist der Teamtopf dafür da, dass ich kein Problem damit habe, zum Beispiel einen Anruf, auf den du ewig schon gewartet hast, einen Rückruf zu übernehmen, mach das Gespräch für dich und legst dir danach wieder hin, sag, hab dich angekündigt, du meldest dich nächste Woche, weil ich genau weiß, ich wirtschafte ja den gleichen Topf. Wenn man das so hinkriegt, das haben wir in den vergangenen 5 Jahren sehr erfolgreich gemacht, dann ist das ein System, was unheimlich gut funktioniert, was vor allem auch Leute, die vielleicht aus ganz anderen Bereichen ursprünglich kommen, mit einbindet. Also wir haben unter anderem mal jemanden eingestellt, der war vorher Veranstaltungstechniker, mit einer der empathischsten und besten Verkäufer bei Employure, der einfach eine unheimlich gute Art hat, auch gerade mit Leuten von Konzernen, die normalerweise ja immer relativ, ja doch jetzt nicht streng, aber schon sehr, sehr distanziert ist, da ist er mit unheimlich vielen davon per Du, weil er es einfach geschafft hat, sich da so reinzuarbeiten. Und das ist was, in einem klassischen Vertrieb hätte den wahrscheinlich nicht mal jemand zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das sind einfach Chancen, die man nutzen muss. Ja, also finde ich super, den Ansatz. Und ist, glaube ich, auch irgendwie so eine Komponente, die die Menschlichkeit zurückbringt in den Vertrieb und was ja auch wieder in den Zeitgeist passt. Ne? Also von daher Hut ab, wenn ihr das hier selber so lebt und vor allen Dingen, wenn ihr es dann auch in euren Kundenunternehmen so hinkriegt. Was ist für euch neben Teamaufbau, was sind so die weiteren Schritte beim Vertriebsaufbau? Jetzt habt ihr selber ein Vertriebstool, ich weiß nicht, inwieweit iCall auch als CRM-Tool taugt, also was sind die nächsten Schritte? Wenn das Team wächst, muss die Organisation sich ja verändern. Wie würdet ihr jetzt den Weg gehen? Was ist euer Plan? Also wenn ich einen Vertrieb nachhaltig aufbauen möchte, dann muss ich natürlich auch Strukturen schaffen, die es mir erlauben, dass meine Kundenanzahl stetig wächst. Jetzt hier nur Kunden reinzuschaufeln, nur rein und dann mal gucken, wie lange sie bleiben. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen, dass der Kunde, der hier rausgeht, der mit uns zusammenarbeitet, der irgendwann am 31.12. mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lässt, dass der zurückblickt und sagt, das war echt Töfte mit den beiden da. Die haben ein sympathisches, cooles Team aufgebaut, was drumherum, was vielleicht nicht nur fachlich glänzt, sondern was auch eben vielleicht auf einer menschlichen Ebene sehr empathisch rüberkommt. Das ist uns neben dem Fachlichen unglaublich wichtig, weil wir glauben, dass eine Kundenbeziehung nicht nur daraus besteht, dass man einen Vertrag unterschreibt und dann liefern wir irgendwie unsere Leistung, sondern das hat was damit zu tun, dass man sich gegenseitig vertraut. Das geht los, dass wir sagen, unser Vertriebstool im iCall, das ist am Anfang was, wo ich natürlich ein bisschen was umstellen muss. Ich muss also Vertrieb so bauen, dass man eben eine Webcam nutzen kann, dass ich also das Ganze meinen Vertriebler, nennen wir ihn mal tageslichttauglich, machen kann, dass der also dann eben nicht mehr nur über die Stimme überzeugen kann, sondern er am Ende des Tages auch positiv über sein Bild im Gedächtnis bleibt. Das sind Sachen, das ist ein Schritt, den muss, glaube ich, eben, den muss man in Deutschland jetzt bereit sein zu gehen, weil eben Digitalisierung in allen Bereichen Einzug erhält. Aber halt eben im Vertrieb noch nicht so richtig. Da läuft das noch klassisch über die Kaltakquise, über das Telefon, das wirst du 15 Jahre aus dem Bereich kennen. Manchmal echt hartes Brot. Und es gibt Tage, da läufst du rum und das stellst dir wirklich rein symbolisch betrachtet schon die Frage, was mache ich hier überhaupt? Du telefonierst, kriegst Absagen über Absagen, stellst fest, dass dein Produkt zwar gut ist, aber dass schon irgendjemand anders vor dir auf die Idee gekommen ist, da anzurufen, also eben ein Konkurrenzunternehmen. Und genau an dem Punkt setzen wir natürlich an. Wir wollen, dass man nachhaltig im Kopf bleibt und das geschieht halt eben am einfachsten über ein Bild. Das heißt, wir haben uns beim Gründerstammtisch in Bochum kennengelernt, wenn wir immer nur telefoniert hätten, dann wäre Dennis für mich immer ein Bild gewesen irgendwie. Das hätte ich mir selber ausmalen müssen. Jetzt hatte ich dich halt eben im Kopf als super sympathischen Typen. Und genauso hat sich ja unsere Beziehung in den letzten Monaten auch entwickelt, dass wir also eben nachhaltig dann auch zusammenarbeiten wollen, dass wir sowas machen wie heute hier, dass wir halt eben irgendwo einander die Hand eigentlich am Anfang einmal gereicht haben. Und so machen wir das im Vertrieb auch. So machen wir es hier bei uns im Unternehmen auch, dass wir halt eben eine Kundenbeziehung aufbauen wollen, wo alle von profitieren. Also nicht nur wir, dass wir hier aufs Konto gucken und sagen, Mensch, wir sind zufrieden, sondern auch, dass der Kunde auf sein Konto vielleicht auch eher sein symbolisches Konto guckt und sagt, das ist eine gute Sache, mit denen zusammenzuarbeiten. Das bringt mir was, das bringt unsere Einheit nach vorne, das macht den Vertrieb vielleicht lebendiger, digitaler. Und wenn wir das erreicht haben, dann kann ich ganz wohlverdient in meinen Weihnachtsurlaub gehen, mich ja auch. Und dann hoffe ich, kann das hier auch jeder andere. Sollte das Ziel sein, dass hier alle irgendwann am 24.12. rausgehen, wir zurückgucken und sagen, 2017 war ein Jahr, da haben wir schon viel bewegt.
Wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. So die ersten 2,5 Monate jetzt, die haben schon, glaube ich, ziemlich gut aufgezeigt, wohin die Reise hier gehen kann. Wir sind sehr, sehr zügig gewachsen, gucken natürlich auch, dass das irgendwo nachhaltig ist, dass wir also hier ein Unternehmen aufbauen, wo jetzt nicht von heute auf morgen, so wie wir es aufgebaut haben, das Ganze auch wieder zerfällt. Aber es kommt natürlich auch darauf an, dass man jeden Tag an diese Philosophie glaubt. Aus diesem Grund, wir haben gerade schon die Gina gesehen, die einmal schon ausgemessen hat, wie groß so ein Leitbild, was wir hier gerade erarbeitet haben mit den Leuten zusammen. Wofür steht Cellab eigentlich? Und viele Aspekte, die wir da unseren Mitarbeitern vermitteln, die wollen wir auch unseren Kunden vermitteln. Und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr happy. Okay, also es geht euch tatsächlich nicht so sehr darum, das nächste unterstützende Tool für euer Team anzuschaffen oder irgendwie Technik aufzurüsten, sondern es geht euch tatsächlich darum, irgendwie so einen Geist zu schaffen, der dann hier das Team beflügelt und dann erfolgreichen Vertrieb möglich Ja, macht. sowas kann ja auch einhergehen. Also sowas kann ja auch sein, dass einer aus dem Team sagt, hey, ich habe eine richtig gute Idee. Wir beiden haben zum Beispiel mal gedacht, dass wir mit Skype ein Tool gefunden haben, wo wir intern gut kommunizieren können. Als wir dann hier mit Gina jemanden hatten, der gesagt hat, hey, Slack ist aber ein bisschen besser. Sowas kann natürlich auch, kommt auch mit den Leuten. Also so frische Ideen, frischen Input, den kann man sich entweder durch externe Veranstaltungen holen, den kann man aber auch durch Menschen, die man hier eben ins Team integriert holen. Und so versuchen wir so ein bisschen miteinander zu wachsen. Also wenn irgendeiner hier eine gute Idee hat, dann ist das wirklich vollkommen egal, ob das jetzt von der Gina kommt, ob das von Micha kommt oder von wem auch immer. Wichtig ist, dass die Idee gut ist. Und sofern das der Fall ist, setzen wir das um. Dann gucken wir, dass wir die Organisation in die Richtung schieben, wo wir alle uns wohlfühlen. Und klar, am Ende des Tages sind wir beiden diejenigen, die irgendwo ihre Unterschrift drunter setzen und sagen, hier steht jetzt Michael Kreider, der hat das hier unterschrieben. Wichtig ist aber, dass wir da alle genauso dran glauben. Und das kriegt man hin, indem man auf der einen Seite klar personell wächst. Also deshalb will ich deine Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Das kann irgendwo Jetzt schon, ja. so eine Mischpoke aus beiden sein, dass man halt eben sagt, man wächst nicht nur innerhalb des Teams weiter, sondern man guckt auch, dass man sich halt eben mit Tools weiterentwickelt, dass man eben vielleicht auch an unserem Produkt, an iCall, immer weiter schraubt. Wir merken auch, desto mehr externen Input wir bekommen, vielleicht auch eben durch Leute, mit denen wir hier zusammenarbeiten, desto besser wird das Ganze. Desto mehr Schwachstellen merzen wir aus, desto genauer stimmen wir es auf den Kundennutzen ab. Insofern wir das geschafft kriegen, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, dann sind wir hier sehr, sehr glücklich. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Als Startup entwickelt man ja ein Produkt nicht zu 100% zu Ende. Und auch euer iCall ist wahrscheinlich noch lange nicht da, wo ihr es irgendwann euch vorstellt. Und ihr wisst ja auch gar nicht, ob das, was ihr euch vorstellt, überhaupt das ist, was eure Kunden sich vorstellen. Und trotzdem setzt ihr den Vertriebler ans Telefon, setzt euch selber jeden Tag ans Telefon und geht nach draußen mit breiter Brust und sagt, wir haben hier das Tool, das revolutioniert im Mittelstand den B2B-Vertrieb, weil es Persönlichkeit rüberbringt und so weiter. Wie bringt ihr das überein? Ein noch nicht fertiges Produkt, trotzdem mit breiter Brust rausgehen, dem Kunden das irgendwie mit gutem Gewissen ja auch zu verkaufen, und am Ende dann aber dazustehen und zu sagen, okay, wir gehen aber noch viele Entwicklungsschritte. Wie geht ihr da dran? Oder verratet ihr dann schon zu viel? Nö, da verraten wir nicht so viel. Sehr vielschichtige Frage. Also vielleicht mal so der Anfang dazu ist ja, es ist nicht mehr alles schwarz und weiß. Also ich glaube, man kann natürlich hergehen und ich persönlich bin Perfektionist, man kann natürlich hergehen und alles bis ins letzte Detail ausschleifen. Das ist aber nicht unbedingt immer zielführend. Gerade bei Startups, unheimlich viele scheitern am Ende des Tages, weil sie sich zu viel Zeit lassen, ihr Produkt wirklich komplett perfekt zu machen. Und dann aber nicht die PS auf die Straße kriegen und irgendwann ist das Geld weg und man hat aber immer noch keinen Kunden werben können. Das ist natürlich dann das Todesurteil. Das ist einfach, stammt wahrscheinlich aus der Angst, damit was rausgeht, was vielleicht noch ein paar Ecken und Kanten hat, über die ja jemand stolpern könnte. Und dann macht man es lieber nicht. Das ist so, glaube ich, dieser Irrglauben, der da herrscht. Aber da muss man einfach über den eigenen Schatten springen. Deswegen sage ich jetzt nicht alles schwarz und weiß. Nur weil das Programm vielleicht noch oder das Produkt vielleicht noch ein, zwei Fehlerchen hat, heißt das nicht, dass ich nicht damit meinen Kunden schon kriegen kann. Besser ist es sogar, ich gehe direkt raus, weil es könnte ja genauso gut sein, dass vielleicht parallel zu mir jemand auch die nie leer werdende Batterie genauso entwickelt. Und wenn der zuerst auf dem Markt ist, dann habe ich vielleicht schon verloren. Also deshalb ist, was Nico sagt, auch absolut richtig. Wir gehen natürlich raus, auch an Stellen, holen uns unheimlich viel Kundenfeedback ab, feilen das noch oder lassen das noch mit einfließen, feilen noch am Produkt. Wir wissen aber auch, weil wir von dem Thema Vertrieb schon
recht viel Ahnung haben, würde ich behaupten an dieser Stelle, gerade was B2B angeht, dass das, was wir verkaufen, im Kern so gut ist, dass es für den Kunden wirklich einen Mehrwert bietet. Und alles andere, die Details außen drumherum, das ist was, was sich auch mit unseren Kunden noch weiterentwickelt oder mit dem, was wir an Erfahrungen sammeln können. Ich glaube, um auf deine eingängige Frage zurückzukommen, ist das Ganze schon da, wo wir es am Ende des Tages sehen? Irgendwie vielleicht in so diese klassische Frage, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Nein, das nicht, sicherlich nicht. Es gibt unheimlich viele Sachen, an denen man anknüpfen kann. Also wir beschreiben das intern immer so ganz gerne ein bisschen als Metapher, als ein Auto. Das hat jetzt ein paar Räder, das hat ein Lenkrad, hat einen Motor, das fährt. Das fährt auch gut. Aber es gibt immer noch Sachen, die man da anbauen kann. Man kann vielleicht das Ganze von der Optik her noch ein bisschen schöner machen. Man kann vielleicht irgendwie noch ein paar mehr Sitze reinbauen. Pipapo, um das Ganze wieder mehr in die Realität zurückzurücken. Du hast irgendwann gefragt, vorhin glaube ich, ist es denn auch was, was als CRM-Tool dienen kann? So wie es im Moment ist, mit einer Einwegekameraverbindung, ja, schon bedingt, kann man vielleicht natürlich noch besser machen, wenn ich schon eine bestehende Kundenbeziehung habe, wenn ich noch den zweiten Kameraweg auch mit freischalte. Da ist der Schritt jetzt nicht mehr allzu weit, das ist ein kleines Beispiel nur. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, Screensharing, pipapo. Also da gibt es unheimlich viel, was wir auch gerne machen möchten noch, und das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren noch rauskristallisieren. Spannend. So als Abschluss, von jedem von euch mal einen kurzen Satz, was empfiehlt ihr Startups? Wie sollen die anfangen, an den Vertrieb ranzugehen? Was empfehle ich Startups? Das eigentlich exakt das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Geht raus, zeigt Leuten euer Produkt, nehmt euer MVP, geht rennen, holt euch Feedback, wenn ihr auf die Schnauze fallt, steht und wieder auf. Schon jetzt mehr als ein Satz. Aber in einem Satz kann man das nicht zusammenfassen, sondern ich glaube, wichtig ist, dass man von seiner Idee überzeugt ist, das bedingungslos. Man muss unterscheiden zwischen bedingungsloser Liebe und aber trotzdem noch irgendwo sich verändern können. Auch wir haben, glaube ich, in den ersten 9 Monaten, habe ich gestern gesehen, sind wir jetzt offiziell dabei, haben wir auch schon, glaube ich, wenn wir uns unseren Businessplan ab und zu mal durchlesen, stellen wir auch fest, dass wir an vielen Ecken und Enden weiter sind, als wir es gedacht hätten. Aber auch Dinge anders gemacht haben, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben dem Produkt mehr Funktionen mitgegeben, als wir es ursprünglich vorhatten, haben aber auch gesagt, wir rennen von Anfang an los und gucken halt eben, wie ist das Feedback. Und das, was wir da jeden Tag hören, das bauen wir da ein. Das ist, wie gesagt, eine gute Symbiose aus Vertrieb, Marketing und Produkt. Und wenn man das alles gemeinsam betrachtet, wenn man alle Produkte irgendwie oder alle Komponenten des Produkts irgendwie immer wieder sich vor Augen führt, dann hat man eine Möglichkeit, sehr, sehr groß zu erreichen, insofern man einfach losrennt und macht. Also verkaufen, 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 sagt man ja immer so schön, aber einfach das Feedback abholen. Wenn einem Kunden irgendwas nicht gefällt und ich weiß, dass ich das beim nächsten Mal irgendwie besser machen kann, wenn ich also merke, jemand sagt mir, Mensch, die Farbe blau ist aber schon gut, aber nicht so gut, dann baue ich es halt um. Dann gucke ich, dass ich diesen Kunden irgendwann in einem Jahr nochmal anrufe oder vielleicht halt eben seinen Konkurrenten sage, es ist aber gar nicht blau, es ist pink. So, wenn dem dann pink gefällt, dann habe ich einen Kunden gewonnen. Dann war ich so flexibel, dass ich halt eben mein Produkt, was ich vielleicht im Herzen absolut in mir trage, also das ist was, ich stehe morgens auf und habe schon wieder kreative Gedanken. Ich habe heute Morgen im Auto, als ich ins Büro gefahren bin, habe ich Micha angerufen, habe gesagt, ey, wir müssen unbedingt daran denken. Das ist Unternehmertum. Da glaube ich dran, dass wenn man das jeden Tag sich wieder vor Augen führt, dann schafft man ganz, ganz Großes. Und dann macht man das Produkt nicht nur zu seinem Produkt, sondern zum Produkt all seiner Kunden. Michael, ein Satz. Ein Satz. Ich versuche es mal, es werden wahrscheinlich aber auch eher 2 oder 3. Ich würde sagen, im Kern einfach den Mut, Fehler zu machen. Das ist jetzt nicht neu, was ich sage. Das haben ganz, ganz viele andere Leute auch schon gesagt. Ich finde aber, auf Startups trifft es umso mehr zu. Ich glaube, gerade wir hier in Deutschland haben hier noch so eine Kultur, die Fehler irgendwie unheimlich harsch bewertet. Das ist aber für Startups eigentlich kompletter Quatsch, weil man hat die Wendigkeit, auf einen Fehler zu reagieren. Das hast du eben schon kurz angerissen. Und wenn ich das mache, was du vorhin sagtest, mit breiter Brust rausgehe, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt ist, das ist scheißegal, wenn ich mit breiter Brust rausgehe und sage, es ist das Tool. Wenn jemand der anderer Meinung ist, würde er mir das schon sagen. Und wenn er nicht anderer Meinung ist, sondern ich ihn direkt damit einfangen kann, umso besser. Also da einfach den Mut haben, rauszugehen und voll dafür einzutreten, was man macht, aber gleichzeitig sich auch die Flexibilität zu bewahren, vielleicht ein bisschen auf neue Umstände zu reagieren. Danke. Ja. Waren zwar keine Einsatzschlusssätze, aber wir sind Verkäufer, was hast du jetzt erwartet? Ist cool. Danke. Ja.